Auch 50 Jahre nach den Spielen ist der Olympiapark München ein internationaler Ort der Begegnung geblieben. 14.500 Veranstaltungen gab es hier bislang. Über 220 Millionen Besucher haben ein Ticket gelöst. Der Park ist das Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, obwohl er seinerzeit ohne nachhaltiges Konzept geplant wurde. Er steht für Offenheit und er steht für Demokratie. Nun feiert er 50. Geburtstag. Und den Auftakt zu den großen Feierlichkeiten macht eine Ausstellung hier in der Rathausgalerie. Der Titel 50 Jahre Olympiapark – Impulse für Münchens Zukunft. Hier erfährt man alles rund um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Parks, aber auch Münchens. Und über die heiteren Spiele und die tragischen Spiele. 50 Jahre danach werden wir natürlich das Jubiläum entsprechend begehen, zusammen mit den Münchnerinnen und Münchnern. Es wird wahnsinnig viele Veranstaltungen geben, es wird viel zum Mitmachen geben für sportbegeisterte Münchnerinnen und Münchner. Können sich mit Profis messen. Wir werden die European Championships im August sehen. Also ganz, ganz viel los im Sportjahr 2022. Wir werden aber auch immer daran erinnern, dass die Olympischen Spiele natürlich auch durch das schreckliche Attentat einen bitteren Momente hinterlassen haben, die wir auch nie vergessen machen können. Modelle, Bilder, Videos, Originaldokumente, Visualisierungen. Sie zeigen die Bedeutung des Olympiaparks in der Stadtentwicklung. 50 Jahre Olympiapark München steht natürlich für den Freiraum und die grüne Landschaft. Das ist ja auch hier in der Ausstellung nochmal sehr schön zu sehen, dass dieser Park von Anfang an eben gedacht war als etwas, was die Münchner und Münchnerinnen hinterher dann auch wirklich nutzen sollen und nicht als eine isolierte Sportstätte am Stadtrand. Und diese Programmatik, die der Cimic, der Landschaftsgestalter, mit dem Begriff demokratisches Grün, die Münchner sollen sich sauwohl fühlen, so adressiert hat, das, glaube ich, ist eingetreten. 2,9 Millionen Euro hat die Stadt München für das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele zur Verfügung gestellt. Den Rest tragen Sponsoren und Partner. Wir haben derzeit, wir befinden uns in einem Prozess, ungefähr 60 Projektpartner. Wir haben 150 Veranstaltungen über das ganze Jahr über geplant. Davon 10 Theateraufführungen, 53 Vorträge, Führungen, dann eben die Gedenkveranstaltungen und 39 Ausstellungen. Sie müssen sich dann auch auf die Website bemühen, www.münchen1972-2022.de. Da sind alle diese Informationen angekündigt und kurz beschrieben. Auch im gesamten Olympiapark wird es das ganze Jahr über viele Programmpunkte geben. Der Höhepunkt findet vom 11. bis 21. August statt. Ja, das sportliche Highlight wurde auch schon mehrfach erwähnt, die European Championships. Die European Championships sind die größte Multisportveranstaltung internationaler Art, die im Olympiapark stattfindet. Und hier schließt sich der Kreis zur Nachhaltigkeit. Denn alle noch bestehenden olympischen Sportstätten werden genutzt. Natürlich wird auch an Städten in der Stadt etwas stattfinden, am Königsplatz beispielsweise Beachvolleyball und Klettern. Aber der Kernpunkt, der Dreh- und Angelpunkt der European Championships wird unser Olympiapark sein. Die Ausstellung in der Rathausgalerie ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet und geht bis 11. März. Der Eintritt ist frei.